Willkommen zurück in Borderlands. Wir testen gerade die Waffen, die wir aus den goldenen Kisten bekommen haben. Und irgendwas von meiner Ausrüstung spricht mit mir. Was ist es? Der Würfel kann es nicht sein. Wirklich, Klage, Essen, Dohn. Schilder, verfluchte Scharfsinnigkeit. Töte ihn, es ist so nicht so wichtig. Das ist es wahrscheinlich. Probieren wir es mal wechseln, dann werden wir es gleich merken. Ja, 4 Pisteln oder 5 Pisteln habe ich im Testen. Die sind eigentlich alle nicht so schlecht. Das war gerade die goldene, glaube ich. Da ist wieder eine. Die violetten sind fast besser als die goldenen. Das ist die explosive. Die ist normal auch nicht so schlecht gewesen. Aber das ist die goldene. Ja, die ist ein bisschen besser als die andere goldene. Aber es werden viele Waffen hier getestet jetzt. Ich habe haufenweise Pistolas bekommen. Mäh. Ja. Okay. Pistolas sind getestet. Die einzelschussige, die war am schlechtesten seit SMGs zu testen. Ah, haben wir noch ein SMG? Shotgun. Sturmgewehr. Ich glaube, Sturmgewehr haben wir am wenigsten bekommen. SMG, hier. Haufenweise SMGs. Sturmgewehr haben wir nur eins bekommen, komischerweise. Wird gleich mitgetestet. Das Sturmgewehr dann. Aber ich glaube, das Schild rädert. Ich frage, ob ich das haben will. Ein redendes Schild. Oh, na endlich. Und jetzt finde das Immerfrost-Eisgrab, in dem ihre körperliche Form gefangen ist. Du musst einen gefährlichen Weg nehmen. Zuerst... Brauch keine Wegbeschreibung. Dafür gibt es Kartenmarkierungen. Du hast das dritte Auge? Ja? Das Training dafür dauert Jahre. Vielleicht habe ich dich unterschätzt, aber wahrscheinlich nicht. Nein, ich glaube, du hast mich unterschätzt. Denk du, Nobilisk, das wäre klasse jetzt. Das würde mir beim Waffentesten helfen. Hopp, Gegner. Der Brauch verlangt, dass du stehst. Okay, das SMG ohne S-Schaden macht schon mal weniger. Blitz, das wird beim Donnerfresser nicht viel helfen. Da haben wir auch Blitz. Eis ist so stark. Wo war das? Das ist wieder ein Donnerfresser, verdammt. Ich glaube, das Eis ist im Geist das einzige, was ich brauche. Eis ist so stark. Jetzt kann ich testen. Aber es kommen Hydras raus. Aber ich habe das Sturmgewehr mit Blitzschaden. Alter, was Gott mit dir verreckt? Was ist mit dir schiefgelaufen beim Verrecken? Ich glaube, damit renne ich hier hin. Erkunden! Wohl eine Kugel suche ich gar nicht mehr. 17 Keys habe ich mir reingekannt. Ah, und ich finde eine Kiste. Also, Eis-SMG, Blitzsturmgewehr und Pisteln habe ich haufenweise Auswahl, wie es ausschaut. Obelisk? Nein. Kammer des Schreckens, vielleicht kommen wir da später nochmal hin, wie es ausschaut. Ja. Das schaut noch später aus. Eine Prophezeiung sagt die Rückkehr von Salissa voraus. Mich schaudert es bei dem Gedanken daran, was aus den Gewundenen wird, sollte es je dazu kommen. Ich bete, dass ich diesen dunklen Tag nicht mehr erleben muss. Musst du, wahrscheinlich. Denn ich hab's hereingebracht.
Irgendwas. Goldenes Kügelchen hier. Yeah. Glanzvoll, Baby! Ja, was cool ist auch. 401. Kiste da drüben, merke ich mir vielleicht. Ich brauche eigentlich nur Gegner zum Testen. Und da geben sie mir sehr wenig. Ach, gehen wir rüber. Vielleicht finden wir einen Weg zur Kiste rauf. Pass aber auf. Die Gewundenen sind dir sicher feindlich gesonnen. Wegen deiner Taten. Du weißt schon, die Truhe. Was kein Problem wäre, wenn du so gut kämpfen würdest wie ich. Ich glaube, ich bin gut. Ich kann mich nicht beklagen mit meinen Kampfkünsten. Dreimal um die Hand bind ein Schmiede Kupferband. Mochtet ihr das Gedicht? Den Rest davon gibt es in der Taverne in Prachthof. Ich sehe nichts hier. Irgendwo ein Obelisk. Ich möchte doch nur meine Blitz-SMG-Waffe testen. Verdammt ruhig hier auf einmal. Gruselig. Irgendwelche Gegner hier? Hallo? Nur Loot. Nur Loot. Mehr Glück für dich, Mamacita. Danke, 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 danke. Bin wahrscheinlich gleich wieder voll, so viel Loot wie ich bekomme. Krass, dass hier so ruhig ist. Will mal einmal Waffen testen und dann gibt's auf einmal keine Gegner mehr. Du kannst es nicht mitnehmen. Ich schon. Ich hab verdammt viele Geld für daheim. Nur ein Geld, nein, definitiv. Ich schmecke Stille. Definitiv das SMG. Okay, okay, okay. Die zwei SMGs sind für nichts. Wo sind meine Shotguns zum Testen? Shotguns. Wir haben zweimal die gleiche. Wo ist die Shotgun, die ich mir reingegeben habe? Ich habe mir keinen Shotgun noch reingegeben. Warte mal, jetzt bin ich selber verwirrt. Okay, hier kann ich es vergleichen. Das sagt mir gerade gar nicht viel. Okay, gehen wir es manuell testen. Bin ich komplett verwirrt? Kann ich die zwei nicht gleichzeitig ausrüsten? Okay, doch. Und eine Shotgun haben wir noch. Diese. Oder war da noch eine? Also, wir machen was Blitzwaffen bekommen, man sieht's. Das ist ja ein Granatwerfer. Meine Linie. Aber ist gut. Entwunden. Wenigstens bin ich meine Schulden los. Naja. Und die zweite Blitzschotgun. Der Tod liegt in. Macht das. Einen großen Unterschied hier? Ich habe keinen großen Unterschied gemerkt. Kann ich fast auf die Werte schauen und die mit den höheren Werten nehmen. Gegner? Nein? Ach, gehen wir zur Mission. Verdammt ruhig hier. Will halt keiner fighten? Anscheinend nicht. Und da das Schild redet, wird es ausgetauscht. Ah, einen Würfel habe ich noch, einen Zauberwürfel. Zauber habe ich gerade überhaupt nicht eingesetzt, aber die waren ja alle so schnell tot. Ah, ist er ausgewählt. Ist er ausgewählt. Ich habe das Eisgrab gefunden. Und was soll ich jetzt mit diesen Herzen machen? Oh, ich vergaß, dass du ein ungebildetes Kind bist, das die Prophezeiung nicht begreift.
Vergrab die Herzen, du Trottel. Mal im Ernst, wie kann man so viel Schaden anrichten und dabei so wenig von allem wissen? Herzen im Sand vergraben. Gut, jetzt musst du laut Prophezeiung die Kampfbanner der ältesten gewundenen Visiere beschaffen. Denn sie sind die direkten Nachkommen der ersten Visiere, die Salissa vor vielen Zeitaltern einsperrten. Das heißt? Was heißt das? Ah, fette Kämpfe. Was heißt das also? Ja, ich mache keinen Unterschied für Shotguns. Nur damit okay. Du es weißt, du hast echt Glück, dass ich hier bin. Nur ich kann dir helfen, alles in Ordnung zu bringen, was du durch deine stümperhafte Inkompetenz verbockt hast. Das ist echt ein Charmeur. Ich weiß nicht. Ich fange an, mich an ihn zu gewöhnen. Im Ernst? Ja, ich meine, seine nüchterne, schroffe Art hat doch was. Sie wirkt auf mich irgendwie charmant. Ich weiß auch nicht, wieso. Das kapiere ich auch nicht. Oh, das wird ein wahres Festmahl. Warum meine Fangzelle? Das ist doch nutzlos. Nicht scharf genug. Das ist doch nutzlos. Die Kabale. Das ist doch nutzlos, oder? Ich hab die goldene Witzlot bekommen. Die goldene Witzlot, die gar nichts kann. Goddammit! Tiny Tinas Wunderlands. Oh ja, ich bin so verwirrt schon. Okay. Die Shotgun ist höher als die, passt. Leichte Entscheidung. Dann habe ich so ziemlich alles getestet, außer meinen RPG, der mich letztens selber gekillt hat. Wo ist der RPG? Sind das so schwach, die Pistols? Da ist er. Gut. Den Sauber kann ich auch austauschen mit einem von denen. Probieren wir den. Der hat eine Fatboy-Rakete. Mal schauen, ob der mich wieder selber killt. Nee. Jetzt kann ich ruhen. Der Himmel verfinstert sich. Ist ja gut, ist ja gut. Ist ja schon vorbei. Das schaut nach meiner Waffenauswahl aus. Und die Pistols, falls ich wechseln muss. Die 10 Pistols, die ich bekommen habe. Die alle so in etwa gut sind. Ja, warum nicht? Warum nicht? Das ist eigentlich ganz so schlecht, der Zauber. Der andere war ein Feuerzauber. Okay, okay. Nehmen wir den Feuerzauber zum Testen. Feuerzauber! Tötet die Weserin des Feuers. Sein Puls rast. Wie appetitlich. Goddammit, Controller, was passt mit dir halt nicht? Verdammtes Hexenwerk mit leerem Maul gestorben. Welch ein Ja, es schaut, dann ist es wert. Dinge aufzulesen ist unvergleichlich.
Nein, das andere Wort. Unbeachtlich. Und jetzt zurück zum Eisgrab. Muss goldene Kugeln noch finden. Da ist einer. Ich rieche sie. Nichts. Echt nicht. Eine Kiste. Kleines Kistchen. Bald wieder voll gelootet. Sagt Muni. Muni haben wir genug. Ein kleiner blauer Ding. Und dann brauchen wir wieder Automaten. Ist das eine Abkürzung? Oder ist das eine Abkürzung jetzt nichts? Kiste. Alter Meat. Der kleine Loot. Hopp. Gimme. Je mehr Würfel, desto besser die Beute. Schaut ziemlich mager aus, die Beute. Der Big Boy Raketenwerfer ist nice. Macht dann einmal Überschaden. Platziere die Banner so, dass sie die primären Leylinien für die Verzauberung des Eisgrabs unterbrechen. Das Eis ist soweit. Jetzt zersplittere es, um Salissas körperliche Form zu befreien. Hey. She gone. Salissa wird im Thronsaal wieder ganz werden. Als nächstes müssen wir ihren Geist befreien. Ich habe ihn im Schrein der Göttinnen ausfindig gemacht. Geh dorthin. Sofort. Natürlich. Ich würde ja mitkommen, aber ich habe viel zu tun. Du weißt schon. Monster töten, Reagenzien sammeln, Weiber beglücken, noch mehr Monster töten. Du kennst das. So. Das SMG ist auf jeden Fall das Stärkste hier. Ab. Brotmutter, vergib mir. Meine Linie. Entwunden. Bisschen anders muss ich mir die Waffen zurechtlegen. So passt. Hoffentlich. Damit ich dann vom Sturmgewehr auf SMG wechsle. Vielleicht wird es mir nach der Episode noch umstellen. Oh! Ich hätte so gerne eine goldene Shotgun bekommen. Aber no bueno. Will mir Blau gar nicht mehr durchlesen, wo die auch zwischendurch hohe Werte haben. Willkommen beim Schrein der Göttinnen, Fremdling. Ich möchte eintreten. Hier ist jeder willkommen. Bitte folge mir. Mach weiter. Ich bin die Kuratorin des Schreins der Göttinnen, ehemals bekannt als Gefängnis der Verräterin. Hier sind die vier Elementarschlösser vereint, um Salissas gemeinen Geist in ihrer Statue einzusperren. Könntest du das vielleicht ändern?
Salissas Gefangenschaft schenkt uns Sicherheit und Wohlstand. Wie kannst du es nur wagen, über so etwas zu scherzen? Wenn du mit dem Herumalbern fertig bist, darfst du dich umsehen. Ich habe noch zu tun. Du bist es. Sorry. Drecksloting, tu mit. Und dieses Ding. Okay. Endlich. Laut der Prophezeiung heißt deine nächste Aufgabe: Vertraue blind auf die Dunkelheit. Das kannst selbst du nicht verbocken, oder? Nein. Okay. Glückwunsch, du hast es nicht verbockt. Ich selbst wäre natürlich eleganter gelandet. Jetzt musst du die elementaren Kristalle finden, die der Schlüssel zu Salissas Geistgefängnis sind. Klar, oder? Zwing mich nicht, das zu wiederholen. Okay. Hör zu, ich würde ja zu gern weiter bei dir Händchen halten, aber ich habe noch mit jeder Menge schöner Frauen zu schlafen und jede Menge eifersüchtige Ehemänner zu hintergehen. Folge einfach deinem dritten Auge und komm selbst klar. Es ist streng verboten, in dieses verkommene Reich zu gleiten, aber meine Neugier hat über mein Urteilsvermögen obsiegt. Es ist, wie die Geschichten sagen, eine unheilige Ausbuchtung der Realität, entstanden durch die schiere Kraft der ersten Wesire beim Spaltungsritual, als sie Salissas Geist im Schrein eingeschlossen haben. Einer weniger, noch drei übrig. Ich sage das nur, weil du bestimmt der einfachen Mathematik nicht fähig bist. Stimmt, bin ich nicht. Ich habe gar nicht zugehört. Einfache Mathematik ist schon hart. Wie, Delilah? Nein. Das ist nur so ein Tölpel, der ohne mein Eingreifen den Weltuntergang herbeigeführt hätte. Ganz recht, ich bin ein Held. Der Prophezeiung zufolge ist der Feuerkristall verloren gegangen. Ihr habt keine Ahnung, welches Unheil ihr einläutet. Macht weiter und die Welt wird untergehen. Oh, sie hat ihn wahrscheinlich. Ich werde den Feuerkristall mit meinem Leben beschützen. Und wenn schon, töte sie. Zauberei? Wieso kann... Gut gekämpft. Oh, das Leben, das Ding. Das Umgebung zu testen. Alles schmeckt so kalt. Keine Chance zum Testen. Schon bekannt. Es ist Zeit, die Schlösser oben zu deaktivieren. Vorausgesetzt, du findest heraus, wie du zurückkommst. Oh. Hier, Portal. Wegkunstakt ist mehr. Die du gesammelt hast, sollten die Siegel öffnen. Und so ungern ich es auch zugebe, ich bin nicht sicher, was danach passiert. Was soll das denn? Das ist Wahnsinn! Und? Platziere für mich. Ja nicht noch einen weiteren Kristall, sonst muss ich dich noch einmal anschreien. Oh, nein. Welch Irrsinn hat dich überkommen? Ich flehe dich an, bitte hör auf! Hören wir auf, Beats-Gefährte? Nein, wir hören nicht auf. Was hast du getan? Schlangengott befreit. Salissas Geist hat sich dieser Bibliothekarin oder was auch immer bemächtigt. Schade auch. Finde mal raus, ob sie jetzt Salissa ist. Kuratorin? Oh, in was für einem scheußlichen Körper stecken wir? Nun denn, zu komisch, dass du uns zurückholen willst. Wir lieben es. Fang uns doch, wenn du kannst. Wir lassen diesen Körper besser nicht sterben. Sie wirkt so unschuldig. Aber wir haben noch viel vor. Lass sie nicht aus den Augen! Laut der Prophezeiung muss sie den Punkt des Aufstiegs erreichen. Ja, I get it.
Ihr habt sicher einen genialen Plan, wenn ihr uns befreit. Wir können es kaum abwarten, Dummkopf. Hast du das wirklich alles getan? Ich meine, du siehst nicht nach einem Jäger aus. Du siehst noch nicht mal stark aus. Nimm das zurück. Nimm das zurück. Ich kann ein händige Liegestütz, okay? Stark. Nein! In meinem Geist gefangen! Salissa kontrolliert meinen Körper! Hör mir zu! Du musst dem ein Ende setzen! Sonst wird sie... Kann sie nicht kontrollieren? Ja, SSMG, ich bin besser. SSMG, was haben wir weggegeben? Die Shotgun. Warum ist das so stark von den Punkten her? Anstrengend. Keine Sorge, kommt nicht wieder vor. Weiter nach oben. Okay, wenn du das sagst. Wir haben alle so viele Punkte, aber es ist am besten. Das ist alles ganz schön krank. Ich würde viel lieber versaute Dinge auf einem Einhorn tun. Okay, Geralt von Rivia. Natürlich würdest du das. Oh, es ist Geralt from Rivia. Ah. Google. Warte. Glücklicher Rangerer. Sie wartet. Mir gegen Nutz. Vielen Dank für deine Hilfe, sterblicher Trottel. Wir spüren, wie die Fesseln um unseren Geist sich lockern. Also lassen wir diesen Körper hinter uns. Wir sehen uns. Nettes Lachen. Hopp. Körper ist weg. Er ist tot. Zu schade. Dir ist klar, dass sie in Ordnung wäre, wenn du uns nicht alle dem Untergang geweiht hättest. Das geht auf deine Kappe. Siehst du das? Salissas Macht kehrt zurück. Aber eine Sache ist noch zu tun, bevor wir sie auferstehen lassen können. Wir müssen nun all ihre Aspekte zu einem bündeln. Dafür brauchen wir die legendäre Waffe. Zeitensorge. Salissas Zweizack. Zweizack? Ja, wie ein Dreizack. Mit zwei Spitzen. Lass dich von deinem dritten Auge zum Labyrinth ohne Wiederkehr und voll endloser Qualen führen. Ah, klar. Fahr fort. Dieses Labyrinth hat eine lange und beeindruckende Geschichte. Es heißt, für den Schlüssel zu seinem Eingang muss man... Was? Muss man was? Oh, so ein verdammter verkackter Mist. Mist. Was? Wisst ihr, ich habe meine Kampagne testweise spielen lassen und hier sollten die Spieler die Sonne abschießen, um den Schlüssel zum Labyrinth zu erhalten. Es hat aber einfach keiner hochgesehen. Und ich habe vergessen, mir eine andere Aufgabe auszudenken. Nun, was sollen wir dann stattdessen tun? Selbst die Prophezeiung sagt nichts über den Verbleib des alten Schlüsselsteins. Du musst ihn finden. Oh, wow. Das ging ja schnell. Also, um die Tür zu öffnen, musst du folgende Worte sprechen. Clatunamius Baradadum Nictorium. Okay. Krampus, Bratun, Nippeltum. Das war furchtbar. Damit hast du die Wächter im Inneren alarmiert, die dich ganz sicher töten werden. Klasse. Solltest du wie durch ein Wunder doch überleben, finde den Zweizack. Der lang verlorene Schlüsselstein war also nur ein paar Meter entfernt? Und wir mussten nur irgendeinen Unsinn nachbrabbeln? Klappe, Valentine. Worte sind mächtig, du doofer Dämmlack. Autsch. Ja, das sind sie wohl.
Die Geschichte erzählt von der verdammten Königin von Atlantis, deren Name nicht ausgesprochen werden darf. Man nennt sie nur noch die Herzfresserin. Die Göttinnen schlossen sie zur Strafe im Labyrinth ein, weil sie Salissas übles Treiben unterstützt hat. Sie ist nun verflucht, den Zweizack Zeitensorge zu bewachen und in alle Ewigkeit zu dürsten. Oh, hey. Ich glaube, das ist ein Gehstock. Was gibt's hier drüben? Ist da ein Schusser in deiner Nähe? Brich ihn auf. Ja. Ich will mich erinnern. Der große legendäre Zauberer Eldon ist gekommen, um seine Heimatstadt vor einem Dämon zu retten. Er rief etwas. Es ist meine Schuld. Es ist meine Schuld. Wieder gab er vor, unser Freund zu sein. Wir werden unseren Bund vollenden und zu etwas wirklich Außergewöhnlichem werden. Oh, Mist. Mist. Oh, okay, ich hab's überlebt. Ich brauch gar keine Loot mehr. Ich brauche nur einen Automaten. Jetzt mal am besten nicht überlebt. Oh, wo spuckst du mich aus? Das ist der Eingang. Wenigstens hast du deine Zauberslots zurück. Oh, verdammt. Goddammit, Controller. Ja, dann machst du keine Geräusche. Wenn du das. Schauen wir, ob wir hier ist vielleicht irgendwo ein Automat, also renne ich mal weiter und hoffe auf Automaten. Automaten? Warum ist da ein Mensch mittendrin? Okay, ich bin schon aufgewärmt. Ja, hat es dir geholfen? Ramabriss. Testen wir. Okay, verstehe. Inventar voll, verstehe ich auch. Ich brauche Automaten. Warum sind die Automaten immer so schwach verteilt? Das wird ein Kinderspiel. Genieße diese letzten paar Momente. Oh, Loot. Loot! Als ob ich nicht genug über Loot hätte. Du hast überlebt. Ich bin schockiert. Aber gut. Schnapp dir den Zweizack. Ich habe so lange gewartet. Ha, klingt nach der alten, dämonifizierten Königin von Atlantis. Der Herzfresserin. Entschuldige die, was? Du hast mich verstanden. Mich dürstet! Ja, da ist sie. Danke übrigens für deine große Hilfe bei dem Kampf. Halt die Klappe, schnapp dir den Zweizack. Er ist übrigens enorm verflucht. Das habe ich sicher schon erwähnt. Mhm. Also, wir treffen uns dann in Salissas ewigem Quell des Wohlseins. Beeil dich! Oh, Automaten! Nachdem nun Salissas drei Aspekte befreit wurden, wird sie damit beginnen, sich innerhalb ihrer ursprünglichen Schöpfungsessenz wieder zusammenzufügen. Sobald wir den Zweizack zum Ort des Spaltungsrituals gebracht haben, wird er sie wiederbeleben. Ich schätze, ich gewähre dir die Ehre, an meiner Seite zu kämpfen. Aber hör mir gut zu. Komm mir nicht in die Quere. Danke, aber in der nächsten Folge machen wir das. Peace out.